So, hallo, da sind wir wieder. Kira ist auch da. Letzte Folge, Hallöchen. Gigasuche. Jetzt ist der Tag angebrochen. Wir hoffen, jetzt gibt's einen. Wir haben uns zur Sicherheit natürlich schon mal durchgeladen, die Waffen, ne? Prime habe ich 37, Narcotics habe ich auch. Dann geht's jetzt. Das ist falsch. TP. Ab die Post. So, Teleporter, ich würde sagen, den kann man auch hier stehen lassen. Oder? Ja, komm. Naja. Wir sind alle, das kann keinen stören. Hier vorne können wir den Berg runter. Moment, ich bin noch nicht ganz. Ah, jetzt bin ich da. Ja, ich habe mich natürlich getötet mit der Suicide Poison. Die kostet, einfach so mal zeigen hier, nur das Implantat und dann ist man tot. Okay, dann geht's jetzt hier runter. Ganz vorsichtig. Ich höre was. Ach, die Alu schnarchen. Noch. Noch immer? Jo. Oh Mist. Oh. Ach, geht, geht. Der Schaden war jetzt nicht so krass. Katze, Satz. Oh. Da unten? Super. Ja. Ja gut. Ach nee, das ist der Rex, der noch schnarcht. Da ist was. Giganotus. Dach, dach. Level 48. 6. Schläft. Oh, schläft. 3 Schuss, glaube ich, waren das. Hopp. Schnell dahin. Hier trampelt noch was. Ich habe gerade ein Trampeln gehört. Ist beigesprungen. 25 Prime, soll ich reingeben? Ja. Und ich drück direkt Narkotik nach. Und die Augen aufhalten kann echt nicht schaden hier. Wo einer ist, sind auch zwei. Boah. Schlaf ja weiter. Ja, im Notfall nachschießen. Es geht jetzt um den Erfolg. Der kriegt direkt wieder Narkotik von mir. Soll ich noch welche reinlegen? Also 10 Stück. Noch steigt's. Nehmen immer raus, weil sie sind weg, wenn er wach werden sollte. Ja, klar. Dann gebe ich ihm direkt mal Fleisch. Prime nehme ich die Hälfte wieder weg. Mit 13 Prime wird auf jeden Fall gezähmt. Da. Halt die Umgebung im Auge. Wenn jetzt noch ein Rex kommt und denkt, jetzt kann ich mich rächen. Wir halten mir, dass es von oben kommt. Zeigt aber noch der Torpor. Das noch nicht. Alles, was kommt, wird gnadenlos mit Trankdarts eingedeckt. Sag mal, wann frisst du denn? Bei 80, glaube ich, bei Primate. 70. Oh, hätte eigentlich. Nee. Nee, das dauert noch. Der hat 70, ja, bei 0, bei 3.990 frisst er. Mal gucken, ob ich recht hatte. Kann dann bis zu dem anderen gucken. Ja. Oberleos. Oh, jetzt habe ich einen Schrecken gekriegt. Aber den Erfolg hast du auch, ne? Ja. Okay. Ich würde sagen, den Burschen teleportieren wir direkt nach Hause, so wie wir versprochen haben. Sattel. Und erstmal ihn alleine nach Hause. Abpfeifen. Funktioniert eh nicht. Komm mal her, mein Freund. Einen Schritt kannst du noch machen. Wem folgt ihr denn, Olli? Wo ist er brav? So ist sie brav. Sie? Ja. Okay. Jo. Super. Gucken wir erstmal, ob wir noch einen finden.
Gierig, fast abgestürzt. Giga Rider ist ja ebenfalls ein Erfolg. Können wir vielleicht auch wirklich ein bisschen Giga Riden. Wenn wir den gut auf Stamina geben, kommen wir damit echt weit. Hopp. Hopp. Ah. Ist nix. Da ist er. Ja, sie. Welches Level? Keine Ahnung. Ein Schuss liegt. Oh. Oh, super. Jetzt habe ich sie nochmal erwischt. Was ich trage hinter hier. Hilft alles. Level 12. Männlich oder weiblich? E-Mail. Wie denn Weibchen? Yep. Boah, direkt gut Narko verloren, ey. Ich hab da von unten. Ja, der hat's aber auf mich abgesehen. Giga greift der nicht an. Und da war meine Pike kaputt. Egal, ich axte auch gern. Funktioniert auch. Okay. Hätte ja gern noch ein Männchen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut. Wir haben jetzt damit den Giga Rider für beide. Da ist noch einer. Ich sehe ihn. Und ein Mail, Männchen. Pass auf, lass mal den aufwachen. Was? Ja. Lass uns den anderen holen. Ja, dann eher den anderen töten. Na, er will doch bestimmt noch jemand Giga haben. Wow, und er liegt. Ja, nur nicht, dass der uns jetzt in die Quere kommt. Der wird jetzt noch eine Zeit lang liegen. Hoffentlich. Oh, direkt beim Teleporter. Von jemandem. Na, hier hat sich jemand schon einen Giga geholt, so wie ich das sehe. 5, 10, den reichen. Ja, wunderbar. Männchen und Weibchen hat Level. Kann ich gerade nicht sehen. Muss gerade mal Narkus nachdrücken. Okay. Level 24. Naja, immerhin. So, und wem wollte er fressen? Abteilung wir. Ho, 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 ho. Also unser Teleporter. Jupp, den können wir dann auch gleich nutzen. Primate, immer gern gesehen. Können wir den auch gleich nutzen. Ach, verdammt. War mir schon so oft ein Giga aufgewacht. Ich bleib da dran, weiß, dass ich dem viel zu viel drücke, aber es ist mir echt egal. Kommst du näher? Der ist gleich. Ach ja, den Erfolg haben wir ja schon. Der Erfolg ist ja schon im Sack. Ja. Ist ja dann völlig egal. Ich will nicht näher, wenn der persönlich aufwacht. Wenn der andere aufwacht, kriegt er noch einen Fall. Aber so ist die Chance für den anderen. Die haben ja auch sehr lange gesucht und wir haben jetzt hier direkt drei vor der Nase. Na klar. Das ist aber durch die lange Aufenthalt hier in dem Gebiet. Weiß es nicht. Es gibt so wenige. Oh, Kentro. Ja. Gefolgt von Pino. Und er ist fertig. Bam, bam. Komm mit, mein Bürschchen. Da nehmen wir direkt unseren Teleporter. Nom, guten Hunger, Digga. Können wir diesmal mitreiten. Sammeln gerade noch die Archie-Ärmchen ein. Ja. Fertig. Ach, den hatte ich vorhin neben den anderen gelegt, von den anderen. Stimmt. Pronto, Abstauber.
Overkill. Hm. Das ist nicht nah genug, ich muss den umplatzieren. Okay. Der heißt sogar Giga, der Teleporter. Hm, ja. Hatten wir vorgesetzt und dann sind wir da rechts. Und jetzt lippt hier einer rum. Ja. So, bist du da? Ja. Dann lass abhauen. Giga. Jo, er ist dabei. Wo ist der zweite? Der steht da hinten rum. Perfekt. Oh, ich bin auf den Giga Rider Erfolg gespannt. Und wir haben ein Pärchen. Giga Notos. Machen wir direkt mal Sättelchen. Mir. Giga Notosaurus Sattel. Wird gecraftet in der Smithy, kostet 680 Hype, 350 Fiber, 120 Metal. Wupp. Ja. Na, Hallöchen. Da hat jemand Spaß, man hört's. Giganotto-Sattel. Zweimal bitte. Und noch ein. Danke. Pipi. Hallo, Pipi. Das freut uns auch, ey. Wir haben nämlich auch schon länger gesucht. Ja. Ähnlich wie die Rexe. Ja. Offscreen und. Feines Mädchen. Brauchteste. So, du Mädchen, ich Kerle. Mhm. Giganotosaurus, wer bist du? Du bist Female. Sattel liegt im Inventar, selber aufziehen. Mhm. Mannequin, zack, zack, X jetzt drauf. Und Errungenschaft freigeschaltet, Giga Rider. Nice. Ja. Hab ich auch. Sauber. Boah, der ist schon 17k live. Mhm. Ich gebe den direkt auf Stamina bei meinem hier. Oh, der kriegt kaum Stamina. Mhm. So, der ist 548 Stamina jetzt. Movement Speed, naja, aber Stamina ist erstmal wichtig. Guck mal, da ist ein Wilder. Schauen wir mal. Warte einen Augenblick. 319. Der tötet einen Stego nicht mit One Hit. What the hell? Habt ihr denn mit den Gigas gemacht? Selbst ein Petri nicht, der macht ja kaum Damage. 72, der macht um die 300 Damage. LOL. Der ist auch nur auf 50%. So, ich gehe jetzt auf 200. Der ist mal auf 200 gegangen. Geh mal da hinten was töten. 960. Immer noch schlapp. Und auch rüber, vor mir ist noch mehr zum Töten. Ja. Meiner ist heiser. Boah, wie viel Mende hast du denen gegeben? Mit dem Match hat er zu 16. Wir dürfen nur nicht vergessen, wir müssen unbedingt ein, zwei Level auf Leben geben. Der muss so 30.000, 40.000 kriegen. Na, jetzt geht's ja endlich. Ach du Scheibenkleister, der kriegt ja fast gar kein Leben dazu. Ach du Grüne. Oh. Ein Konto muss sich jetzt auch so dreimal beißen. Was? Nee, kannst du vergessen mit Leben. Dann geh lieber auf Mili. Mit Leben kannst du knicken. Nee. Er ist übelst krass genervt. Ja, sowas von. Ey, jedes unserer Tiere ist stärker. Jedes andere. Nee. Okay, den Erfolg in der Tasche, aber bringen tun sie gar nichts. Naja. Also mein Argy ist stärker. Zwei Bisse für ein 88er Stego, ich bitte dich. Ja, wir bringst mit der Peike selber den schnelleren als der Giga.
Und er ist jetzt schon out of Stamina. Mhm. Wie Stamina hat deine? Ich hab Stamina geskillt. Der ist jetzt auf 548. 550 und trotzdem. Ja. Nee, dann einfach nur Milli hoch. Das Leben kriegst du fast nichts dabei. Ja. Aber die können wir eh nicht einsetzen. Naja. Das ist jetzt schon mal sicher. Naja, wo auch, die kannst du eh nicht in den Arenen benutzen. Eh nichts. Nee, die anderen Viecher machen 10-mal mehr Schaden. So, und im Wasser sollte er schneller sein. Also mir kommt er immer noch so langsam vor wie eh und je. Nee, Jungs, die habt ihr kaputt genervt. Die waren zwar stark und jeder hat auf die geschimpft, aber... Da muss man mit eigenen Regeln arbeiten. Sag mal, hatten wir einen Pelagonis vorhin gemacht? Ja. Okay, dann ist gut. Whistle Passive, ich habe den da rübergestellt. Also, ich habe keinen Spaß an dem Giga. So viel kann ich dir schon mal sagen. Ist ja voll der Lobob. Mal zum Vergleich. Das ist ihr RG. Nehme ich mal so mein RG. Achtung. Und... Hit. 20 mal mehr. Ein Hit. Tot, ja. 20 mal mehr Schaden. Nee, das macht keinen Wert. Hier, so fürs Haben. Ja, nice to have, aber Ende. Also selbst der Alu ist stärker. Ja. Darf ich deinen Vogel schon mal ein bisschen auf Leben skillen? Ja. Okay. 9900, nee, warte mal. 99.902. Selbst ein Kühler macht dann mehr Aua. Ja. 98. Also das ist, nee. Okay. Level, lebenstechnisch sind sie ähnlich. Das ist ja das Wichtige. Damit der jetzt schon mal heilen kann. Stamina 11,89. Stamina. Okay. Ist jetzt auch gleich. Thema erledigt. Und hat noch Level übrig, deiner. Okay, okay, okay. Next Plan ist, was? Den Giga-Rider haben wir jetzt in der Tasche. Ja. Was liegt noch an? Ich glaube, langsam sollten wir ins Meer gehen. Achso, ich hätte Redwood. Redwood? Teile. Ja, gut, okay. Redwood, Tyler, Coleo und so. In Ordnung. Ja. Mal eben meine Peak fixen. Und die Schuhe, die da drin liegen, habe ich dir auch schon wieder gefixt. Der Rest meines Equips ist noch in Ordnung. So. Oh, guck mal hier. Okay, also Tyler Coleo, dann brauchen wir noch. Also, Archeoptilix. Das heißt, ich packe mir mal was Chitin ein. So, das reicht dreimal. Ach, zehnmal. Ich nehme mal ein paar Pilze mit. Pilze? Pilze, Schwammerln, Mushroom. Dann nehme ich. Für. Und Rough Flowers nehme ich auch mit. Okay. Damit wir alles dabei haben. Okay. Ist ein Chitin? Habe ich. Ist aber in der Smithy ist noch richtiges Chitin. Nimm dir davon mal. Ich habe 300 jetzt mit. Laser is dead. Und dann gehen wir auf Tylerjagd. Die Biene müssen wir auch noch klar machen. Rodon, das wird eh ein Krampf. Ja. Rodon, wem opfern wir? Ja, dann müssen wir uns Opferviecher holen. Und gucken, wie wir das hinkriegen. Minos haben wir auch noch keine gefunden. Nee, jup, da könnten wir in den Sumpf gehen. Da hätten wir das meiste. Haben wir denn überhaupt einen Sumpfporter? Glaube ich nicht. Wo ist der Sumpf? Auf welchen Cordis? Weißt du das noch? Der ist in der Nähe von 65, 30 ist einer. Circa. 65. Aber wir mal gebaut hatten. Da ungefähr. 65, 30. Ja, dann müssen wir hier hin. Das ist das Artefakt direkt. Das wäre blöd. Baumplattform. Ja, dann gehen wir erstmal in den Redwood. Okay. Und ziehen von da aus dann.
man, es ist zumindest ein Sumpf. Es gibt ja. Nee, nee, der läuft. Es gibt nur einen, der läuft nur im Stück rum. Nur einer? Ja. Okay, das ist dann ein großes Gebiet. Oh. Echt jetzt? Tja. Okay, dann runter. Teiler suchen, Teiler schießen, Teiler zähmen. Teile einpacken, nach Hause nehmen. Genau. Nein, Ziegerkatze, du bist kein Teiler. War auch ein Kätzchen, aber das Falsche. Hallo, ja. Katze. Jagst du deinen Schwanz oder was machst du da? Ich krieg euch nicht. Oder? Mal durchladen. Ich hab ihn gleich. Denk dran. Bist du denn Hyäne? Hyäne. Oh. Es tut mir echt leid, Jungs, aber... Das geht so nicht. Ja? Ich seh einen. Ja, wo denn? Da, wo ich jetzt stehe, geradeaus am Baum. Nee, das ist Honig-Ding. Das ist ein Honig. Was ist Honig? Das brauchen wir auch. Honig. Wir brauchen doch hier so eine Tante da. Ja. Wo denn? Ich sehe es leider nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Ja, geradeaus. Ach, noch ein anderer Baum. Ah, ja, da. Pass auf, so. Blumen und so, du weißt Bescheid. Blumen? Weißt, was ich meine? Flowers habe ich jetzt keine. Genau. Was, keine Flowers? Die habe ich aber. Nein. Ja? Okay, ich schieß die runter und du musst dann die Königin im Auge behalten. Okay. Bist du schon wieder aus dem... Ach, da ist sie. Jetzt kommen die Kleinen gleich raus. Mhm. Dauert ein bisschen. Das Ding hat mächtig Power. Ah, die Bienen kommen schon. Ja. Muss schneller weiterschießen. Du musst dich um die Bienen kümmern. Ja. Ach. Haben wir die Biene nämlich auch gleich. Schmeißen dich voll in die Schusslinie. Ist er jetzt runter? Ne, immer noch nicht. Nein. Ich schieße da gleich mit dem Rocket Launcher drauf, weißt du das? Finster hier. Ich stelle mich jetzt direkt unter die. Ernsthaft? Verzieht euch. Wie viel HP kann das Ding doch gar nicht haben? Ich soll mal langsam Schrott gehen. Ich komme gleich mit dem Quetzal wieder, mach das Ding mit der Hand im Eimer. Krieg gerade eine Krawatte dabei. Runtergekommen? Der ist kaputt. Hängt nur noch der Sack. Wo ist die Chefin? Die ist auf der Flucht. Und ich bin fast tot. Hast du sie gesehen? Nein. Sehr gut. Hat ja geklappt. Die ganzen Kugeln reingeballert und die alte ist abgedampft. Okay, komm, Tyler. Ich hab die Nase voll, das bringt ja mal gar nichts. Wo bist du?
Ich wollte nur mal gucken. Nur Stein drauf. Die Alte ist schon längst weg. Fängt ja sofort an, wegzufliegen. Muss man mit dem Quetzal wiederkommen. Ja. So, jetzt heißt es Mission Tyler. Schatten sind meistens bei den etwas unteren Bäumen. Oder Terrorvogel. Was? Was brummt denn hier? Ein Bär haben wir auch noch nicht. Ich bin beim Blutstrahl. Zupp, schlaf schön. Kannst du direkt mal mitkommen. Bin ich da. Ah, Platz aus, Maus. Nehmen wir den da direkt mal mit. Ja. Den hab ich ver- Och Mann, hier wäre ein Terrorbird gewesen. Ist leider schon tot. Ja. Wahrscheinlich hat es sich mit den Bären gemischt. Das denke ich auch. Obwohl der ist kaum. Ist gar nicht verwundet. Ein Archaeopteryx wäre gut. Mikroraptor wäre gut. Aber egal, wir müssen jetzt warten. Man kann ja wenigstens die Umgebung im Auge behalten nach Teilers am Baum. Ich glaube, das normale Fernglas ist besser. Das geht weiter. Barely. Schon mal nicht. Da sind wir auch nur auf der falschen Seite vom Redwood. Die haben ja ganz schön Aua gemacht. Ja. Tyler, Ellie, wie viel Level hast du denn? Echt? Egal, bevor wir wieder einen suchen, irgendwie sucht man hier alles vergeblich lange. Stimmt. Überdreckt. Nämlich der erste, den ich jetzt begegnet bin, und ich war schon ziemlich oft im Redwood. Suchen heftig. Da ist er ja. Fertig. Abpfeifen. Biellagerung. Weg ist er. So. So, Terroristenvogel, Thylacoleo, Archaeopteryx. All das. Ach, Regen, endlich. Alter, bin ich. Hm? Nee, Bienen-Dings machen wir nicht. Nee, da kommen wir mit dem Quatsch wieder, also das macht so keinen Sinn. Nicht wirklich. Ich habe ja versucht, die ganze Zeit Bienen zu töten, aber das... Bin mal gespannt, wie viele von unseren Mitstreitern überhaupt die Biene auf dem Schirm haben. So. Noch da? Ja. Meistens begegnet man den Thylas ja auf dem Boden, aber die hängen ursprünglich in den Bäumen. Ja. Haben wir mal gesehen offscreen. Aber die ganzen Bäume voll damit. Oh. Rodon. Rodon. Nicht, will die betäuben. Oh. Wir gucken, ob die neues Taming haben. Nee, unconscious. Die haben kein neues Taming. Das war das, was ich checken wollte. Boah, die halten aber aus. Okay. Nämlich nicht unmöglich, dass die ein anderes Taming haben. Weil es so still geworden über die und ihre T-Methode.
Ego. Die Spieler haben einen Acher da. Acher? Nein, die Spieler. Von den Spielern. Und ihn hier stehen lassen? Ja, da oben. Hä? Er fliegt in der Luft. Ach so. Siehst du es nicht? Türkis? Nee, kann, das sehe ich nicht. Und ich habe höchste Sichtweite, aber ich weiß auch nicht wo. Da. Ach da, jetzt sehe ich's. Hey, wie knapp. Oh. Ja, ja, Ali. Der mischt sich ein. Da drüben sind, glaube ich, noch welche. Ja, warte, ich sehe gerade nichts. Okay. Wo bist du denn? Wo bist du? Na, ich bin hier. Ach, gewesen. Okay. Ja. Wo ist was? Hoff doch einfach hin. An den Bäumen da. Ja. Da oben auf dem Baum und auf den Baum. Den ich auch. Erste Feld. Bist du da? Ja. Okay. Wird gerade gefüttert. Sind eigentlich ganz gute Fallschirmchen. Nur fressen die leider auch ganz schön Narkotik. Mhm. Er hat auch nur 190 Torpor, deswegen frisst er halt so viel Narkotik. Immer nur eins füttern. Ich habe gerade selber falsch gemacht. Da ist noch einer. Da rechts ist noch einer. Und da ist er fertig. Fertig. Kannst hier nehmen. Gehorte Tiere. Hast einen Fallschirm. Super. Willst du ihn lieber wegschicken? Ja, ich kann sonst keine Waffe benutzen, nichts. Nee? Nein. Oh. Wo ist er? Da, jetzt. Eine Waffe? Kann, nein. Du kannst nichts benutzen. Ja, ist ja drüber. Ja. Yeah. Oh, was hier? Ach, nee, ne? Ach. Ich porte mal eben mit. Ich habe nicht diese Wartelex. Ja. Stell den auch direkt eben am richtigen Platz. Damit wir den nicht nachhinter suchen. Mhm. Der ist ja nun wirklich klein. So. Oh. Komm ich mal wieder? Wie heißt denn der Porter? Wo ist der? Ja, der Porter hat keinen Namen. Komm ich an? Ja. Okay. So, nächste Mission ist Hylakoleo. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ihr vergesst nicht zu kommentieren und zu bewerten. Und wir sehen uns dann zur nächsten wieder. Bye. Ciao.